Ziehen, wo ist denn das Auge? Nein, hier ist ein Auge und da ist ein Auge. Na, dann sollten wir wieder runterziehen. Hey Leute, heute ist Sonntag, der erste Advent. Und ich habe mir gedacht, bis Weihnachten, da möchte ich so schön und hübsch aussehen. Und dann mache ich jetzt jeden Sonntag hier so eine Maske. Das ist heute diese hier, Paradise Punch Tuchmaske. Mach natürlich dann jetzt nächsten Sonntag und dann den Sonntag noch eine andere drauf. Also ich habe mir gedacht, immer so eine andere mal testen. Die sieht nachher so aus. Also ich jedenfalls. Mal schauen, wie ich aussehe. Ich bin auf jeden Fall ungeschminkt natürlich. Hier ist die Tuchmaske, die sieht so aus. Ich muss sagen, es ist richtig hübsch, ne? Also, und die ist getränkt in so einem Serum. Und die Maske soll 25 bis 30 Minuten einwirken, steht hier drauf, habe ich schon gelesen. Und wenn ihr ganz strapazierte Haut habt, sogar 60 Minuten, könnt ihr so einen Feuchtigkeitsboost euch hier reinziehen. Das ist ein Serum. Diese Maske ist getränkt mit einem Serum. Und dann kann das schön einwirken. Lasst dabei schön ruhige Musik laufen. Ja, gönnt euch einfach was. Es ist gerade auch so die Zeit, wo man so ein bisschen mal runterkommen soll und nicht dieser ganze Stress. Ne? Der Stress kommt Weihnachten und so automatisch, wenn dann die Familie da ist. Ja, ist ja so. Und also diese Tuchmaske ist mit tropischem Blumenmuster. Und was steht da noch? Das Serum spendet intensive, langanhaltende Feuchtigkeit und verleiht einen strahlenden Ton. Ist auf jeden Fall für jeden Hauttyp geeignet. Und wenn man halt die benutzt, also 25 bis 30 Minuten auf die gereinigte trockene Haut. Und wie gesagt, wenn ihr eine absolute strapazierte, sehr trockene Haut habt, dann könnt ihr das auf 60 Minuten verlängern. Lasst einfach schöne Weihnachtsmusik dabei laufen, entspannt euch, tut euch was Gutes, Leute. Das ist auf jeden Fall nie verkehrt. So, ich setze sie jetzt mal auf. Dann muss ich jetzt meine Brille ausziehen. Ich habe jetzt natürlich die schon auseinandergefaltet. Und gleich werdet ihr mich wunderschön sehen. Also ich werde jetzt 25 bis 30 Minuten so rumlaufen. Ich hoffe, es klingelt gleich keiner und erschreckt sich, wie ich aussehe. Also ich, ups, wie sehe ich denn noch? Also ich muss das jetzt mal gerade. Hier ist ein Auge und da ist ein Auge. Ne? Dann soll ich mal wieder runterziehen. Ja, muss natürlich alles richtig fixiert sein. Ne? Also da muss ich jedes Mal üben. Habt ihr da auch immer so Probleme mit? Also entweder ist mein Gesicht so klein. Oder ich mache irgendwas falsch und stelle mich total doof an. Keine Ahnung. Ah, jetzt knubbelt sich das hier wieder, rollt sich das auf. Naja, egal. Also so wie die Frau gleich aussehen wird, werde ich niemals aussehen. Moment, könnt ihr das sehen hier irgendwie? Ja. Also so werde ich nicht aussehen. Ist egal, Hauptsache ich werde danach wunderschön aussehen. Also wie gesagt, jeden Sonntag werde ich dieses Video machen hier mit Schönheitsmasken. Und dann könnt ihr auch mir mal Tipps geben, was ich noch so für eine Maske kaufen soll. Also bei DM-Markt und Rossmann, die haben ja immer mega viele Masken, ne? Von allen Marken und von allen, in allen Preisklassen, von billig bis so teuer, je nachdem. Und ja, gib mir mal einen Tipp, was kann ich denn noch so kaufen? Also das mache ich jetzt einfach hier so. Genau. So. Ach, jetzt werde ich 25 Minuten bis 30 Minuten mir so eine Schönheitsauszeit gönnen, ja. Den Rest von dem Serum verstreiche ich einfach auf meine Hände und auf meinen Hals hier. Ja, und jetzt werde ich einfach mal warten, ne? Bis gleich. Hi Leute, so, da bin ich jetzt wieder. Also die Zeit ist echt mega schnell vorbeigegangen. Hab auch in der Zwischenzeit, war ich fleißig, hab mal geguckt. Also bei DM-Markt und bei Müller kosten diese Tuchmaske 1,45 € und beim Rossmann 1,49 €. Also auch ein bisschen teurer war die 4 Cent, ne? Also finde ich für so eine Maske absolut einen echten Rahmen. Also 1,49, 1, ja, 1,50, 1,45 finde ich echt völlig okay. Habe auch gesehen, die haben auch so nur so Augenpads, ne? Also nur für hier, für diese Kringenringe und so weiter. Also die haben ganz viele Masken und habe die auch mal tatsächlich gehabt mit diesen Augenringen. Das Serum ist echt mega schnell so eingezogen. Finde ich echt klasse. Also ich ziehe das jetzt mal ab. Wow. Ja, die ungeschminkte Wahrheit. Ja, also ich verteile den Rest jetzt einfach mal. Also das, wie gesagt, ihr müsst das immer ungeschminkt. Boah, bin ich rot im Gesicht? Wie sehe ich aus? Okay, da stand frischer Teint, aber so frisch. Boah, Leute, ich bin ja ganz rot. Okay. Also ihr könnt das sehen, mein Hals, ne? Und mein Gesicht. Aber das ist ein gutes Zeichen, weil dann wirkt die ja. Also den Rest klopfe ich jetzt ein. Also man soll das ja immer so einklopfen, ne? Gerade so in den Augen. So.
Also ich muss sagen, sie hat gewirkt, ne? Weil ich habe so einen richtig rosigen Ton, als ob ich jetzt so draußen so im Schnee spaziert wäre, so an der frischen Luft. Und wie gesagt, das Ganze natürlich ungeschminkt, ne? Und werde natürlich mich jetzt fein machen, schminken, dann sehe ich natürlich auch wieder anders aus. Ta 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 ta. Und ich finde, ja, also ich habe einen roten, also es ist rosig so. Also sie hat echt gewirkt. Ich muss sagen, dieses Serum doch hat Wirkung gezeigt. Man kann ja auch das andere also dann so nehmen hier und da auch noch mal so irgendwie alles so tupfen. Also ich bin ja immer sehr sparsam mit allem und habe mir gedacht, da kann man auch mal den Hals noch mal so richtig schön mit dem Restserum ja, bisschen voll machen hier. Und das Gute ist, es zieht direkt ein und es klickt kaum. Also gar nicht irgendwie, ne? Ich kann mich jetzt ganz normal schminken und so weiter und so fort. Also finde ich echt gut, ne? Weil man muss ja was tun, ne? So gerade Weihnachten will man ja auch hübsch aussehen, ne? Oder vielleicht heiratet man, da will man ja auch hübsch aussehen. Also ich muss sagen, finde ich toll, dieses Produkt. Ich werde jetzt noch andere testen. Mal gucken, was ich davon halte. Also wie gesagt, die hier ist von dieser Firma hier unbezahlt. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte Leute, ne, lasst doch ein Like da, ein Abo und einen Kommentar. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Dankeschön. Schönen Sonntag und ersten Advent euch.